Herzlich willkommen. Wie kann ich Ihnen heute hier behilflich sein? Eine Gesichtsvermessung. Okay, also wirklich eine gesamte, also alles, auch Augen, Ohren, Stirn, Kinn, von oben bis unten. Nee, das ist kein Problem. Klar, das kriegen wir hin. Ja klar, dann brauche ich nur, lassen Sie mich mal eben den Zettel holen. Dann brauche ich nur ein paar Informationen von Ihnen, okay? Wunderbar. Dann bräuchte ich als erstes einmal Ihren Namen. Ihre Adresse. Alles klar. Die Postleitzahl. Und natürlich die Stadt auch noch. Alles klar, passt. Eine Telefonnummer. Einmal nochmal langsamer, bitte. Okay. Damit ich die auch richtig notieren kann. Und ich bräuchte auch noch den Grund. Wofür brauchen Sie die Gesichtsvermessung? Hat das bestimmte Hintergründe oder... Okay, ja. Dass es bestimmte Hintergründe hat, ist wohl logisch. Ich glaube, das denkt sich keiner morgens so, oh, heute mal eine Gesichtsvermessung. Deswegen. Möchten Sie an unserem Newsletter teilnehmen? Dort bekommen Sie Informationen zu weiteren Angeboten und auch mal einen Hinweis, dass man eigentlich alle 2-3 Jahre mal die Messung wiederholen sollte, weil das Gesicht verändert sich, man nimmt zu, man nimmt ab, man wird älter, man verändert sich allgemein. Okay, gebe ich an. Alles klar. So, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Messungen vor uns. Also, tun Sie sich einen Gefallen. Machen Sie ganz entspannt. Ich hoffe, Sie haben auch etwas Zeit mitgebracht. Okay, denn es dauert halt nicht nur 5 Minuten. Und das hätte sonst keinen Sinn gemacht. Okay, gut. Ach nee, ich habe hier gar keine. So, dann würde ich sagen, wir fangen an. Ja, wir nutzen so ein Band. Nee, also, jetzt hier mit so einem Geodreieck oder sowas, das kann man machen, ist dann aber, glaube ich, eher ungenau, nenne ich es einfach mal. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an und ich würde behaupten, wir fangen beim für Sie vielleicht unangenehmsten Part an und das sind die Augen. Die müssen wir jetzt sowohl in der Länge als auch in der Höhe halt einfach einmal ausmessen jeweils und dann auch von Auge zu Auge schauen, wie weit die Distanz ist. Okay, dafür jetzt bitte einfach einmal ganz still sitzen und einfach gerade ausgucken. Okay, gut, fangen wir an. So, da muss ich gucken, hier ist eins. Dann fangen wir jetzt an. So. Nicht erschrecken, ja. Okay, das ist die. Ja. Ich mache erstmal die Länge auf beiden Seiten, okay. So. Alles klar. Ich werde immer mal wieder ein bisschen weggehen, weil ich muss hier alles aufschreiben. Wir haben hier leider keinen Tisch beiseite. Ich muss immer hin und her. Egal, kriegen wir schon hin. Die Breite ist links so und rechts so. So, dann legen wir das am besten mal so hier hin. So, ich will die ganze Zeit meinen Stift hier reintun, aber da ist gar keine Tasche. Schade. War schlecht eingekauft. So,
jetzt die Höhe, ja. Ich fange wieder auf der rechten Seite an. Einfach bitte ganz still sitzen. Okay. Und andere Seite. Alles klar. Gut. So, jetzt muss ich noch zwischen die Augen, also wirklich von der Innenseite des linken bis zur Innenseite des rechten über ihren Nasenflügel, also über ihren Hubbel hier. Da werde ich jetzt nochmal kurz messen. Einfach bitte nochmal gerade ausschauen und einfach ganz entspannt bleiben. Okay, alles klar. Ich weiß nie wohin mit dem Ding. Gut. Das ist das. So, wenn wir jetzt schon bei ihren Augen sind und bei ihrer Nase, würde ich behaupten, wir machen die Nase direkt mit. Okay. Gut. So, dann machen wir jetzt erstmal einmal von hier bis hier. Okay. Nicht wundern. So. Wirklich von ganz oben von der Nase bis zum... Nehmen wir so. Ist gekauft. Okay, weiter geht es. Dann geht es natürlich jetzt auch noch in die Breite, ja. Also von hier bis hier. Einfach mal über die Nase drüber. Also nicht wundern. Und wenn es geht, nicht irgendwie auspusten. Weil dann wird die Nase immer größer, kleiner, ist blöd. Okay, dann machen wir jetzt direkt die Nasenlöcher. Ja, kann man machen. Gut, lassen Sie mich mal schauen. Ich komme hier mal ein bisschen runter. Hallo. Okay, links passt. Und rechts auch noch. Alles klar. Dann haben wir das schon mal komplett. Das war ja okay. Nee, bis jetzt sieht alles normal aus. Nix irgendwie. Naja, Erschreckendes oder Unübliches, alles ganz normal. Hatten Sie denn mal irgendwas am Gesicht? Egal jetzt mal was, irgendwelche Brüche, Probleme, Nasenbruch zum Beispiel. Oder das kann tatsächlich sogar ein einfache Platzwunde sein. Beispielsweise, ich hatte mal eine Platzwunde, die ziemlich groß war und die ist richtig aufgegangen. Und das merken Leute, die dann auch Ahnung von diesem Job haben, heute noch, wenn sie hier drüber messen. Nix. Okay, alles klar, dann machen wir weiter. Dann bitte ich Sie jetzt einfach einmal leicht zu grinsen, nenne ich es einfach mal leicht. Also nicht komplett so, aber leichtes Grinsen einfach, okay. Weil ich werde von dieser Falte hier zur Seite messen. Und das werde ich dreimal machen auf jeder Seite, okay? Gut, wir fangen einfach mal auf ihrer linken Seite jetzt an. Schauen wir, wie das klappt. Und gehen dann rüber zur rechten Seite, okay? Ja, wobei, zwischendurch schreibe ich mir noch was auf, also ganz in Ruhe. Weil 6 Zahlen merken wird dann schon schwierig. So, also einmal grinsen. Nummer 1, okay. Dann jetzt Nummer 2. Alles klar. Und jetzt nochmal ein bisschen länger. Nummer 3. Die geht so.
Alles klar. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wie ich herausgefunden habe, dass ich das später mehr werden möchte. Boah. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwann hat sich so ergeben und ich hatte nie das Bedürfnis, den Job zu wechseln, ehrlicherweise. Und ich stehe morgens noch auf und denke mir, okay, habe ich Bock drauf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil dann ist es nicht so schwierig. Ich glaube, wenn man eine gute Motivation von alleine hat und auch Spaß daran hat, dann klappt das alles viel besser. So, das Gleiche, was ich gerade gemacht habe, machen wir jetzt auf der rechten Seite. Also wieder einmal grinsen und ich komme wieder etwas näher und vermesse sie da. So, okay. Ja, okay. Ja, wenn ich so mache, meine Haare sind relativ lang. Ich muss aber was sehen können. Das wäre schlecht, wenn die Haare vor den Augen sind. So. Einmal grinsen. Okay. Dann die erste Messung. Alles klar, bis da. Nochmal grinsen. Okay. Und die dritte noch einmal grinsen. Okay, passt. Passt, passt, passt. Quasi von der Augenfalte bis zum Ohr messen. Okay, also diesen Weg hier. Wir fangen mal wieder auf ihrer linken Seite an. Also bitte einfach nochmal geradeaus gucken und einfach so tun, als wenn ich nicht existieren würde. Okay. So, dann komme ich Ihnen wieder etwas näher. Ich sollte aber die richtige Seite nutzen. Jetzt auch noch nicht nur Mathe machen hier. Nee. So. Von der Augenfalte bis zum Ohr. Okay. Und von der anderen Seite bis zum Ohr ist das so. Okay, passt. Wir haben jetzt auch weit über die Hälfte schon geschafft. Sie haben nicht mehr so lange. Keine Sorge. Ich lasse sie heute schon noch gehen wieder. Gut, machen wir weiter. Wir gehen jetzt mal direkt zu den Ohren. Ja. Fang auf der linken Seite an. Höhe und auch Breite. Einfach messen. Ich nehme immer wieder die richtige Seite. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Okay. Gut. Linke Seite, nicht erschrecken. Mal besser so rum. Okay. Ja, das sieht gut aus. Auch von der Höhe jetzt nochmal. Gut. Ups, Entschuldigung. Okay. Okay. Passt. Es gibt keine Standardwerte. Nein, also so wirklich hundertprozentige Normen gibt es nicht. Denn jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat halt eine gewisse andere Genetik, anderer Körperbau und alles. Da gibt es nicht die eine Summe, die irgendwie passend ist. Nein, da ist wirklich jeder anders.
Das machen ja zum Beispiel auch viele so eine Gesichtsmessung, um die Frisur anzupassen. Denn zu einer gewissen Körperabmessung passt eine gewisse Frisur. Und viele wollen den Style ändern, wollen aber jetzt auch mal schauen, hey, was passt überhaupt zu mir? Und so kommt das. So kommen dann viele unserer Kunden. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, irgendwelche speziellen Abmessungen für Operationen, für gewisse Berufe sogar. Aber das ist halt viel mit Styleänderung etc. Kommen wir zu Ihrem anderen Ohr, okay? Bevor ich Sie hier noch komplett voll labere. So, kommen wir zu dem Ohr. Gehen wir erstmal wieder in die Breite. Und auch noch in die Höhe. Alles klar. Okay, das freut mich. Okay. Das auch noch. Jetzt brauchen wir eigentlich auch nur noch drei Informationen. Dann wären wir auch schon fertig. Das geht schneller, als man denkt, ja. Aber es sind auch schon Leute hier gewesen, die dann auf Zeitdruck waren, die nur 5 Minuten haben. Und das bekommen wir dann doch nicht hin. So 20, 25 Minuten, das muss man immer schon einplanen mit Informationen und so weiter. Okay, ich gehe jetzt zu Ihrem Kinn, werde hier einmal messen. Okay, also nicht erschrecken, ich komme wieder etwas näher. So, dafür brauche ich etwas mehr. Alles klar. Was hatte ich gesagt? Ja. Jetzt werde ich einmal um Ihren Hals messen, okay? Also, seien Sie freundlich zu mir. Oder ich mache einfach einmal sowas. Wäre eine schlechte Idee, oder? Keiner Spaß natürlich. Nein, habe ich heute noch nicht gemacht. So, lassen Sie sich mal schauen. Alles klar. Passt. Nein, natürlich Spaß. Hallo, um Gottes Willen. Also, ich weiß, wir werden ja als Halsabschneider bezeichnet, weil wir für sowas Geld nehmen. Aber dann nur, weil wir dafür Geld nehmen und nicht, weil wir Leute. Nee. So, zwei Sachen noch. Einmal muss ich Ihre Stirn jetzt noch ausmessen und dann als letztes noch die gesamte Länge von Stirnanfang bis Kinn. Also im Prinzip vom Haaransatz hier oben bis zum Kinn. Wir fangen aber mit der Stirn an. Okay. Gut. Machen wir das einfach einmal. Alles klar. Kurz aufschreiben. Jetzt einfach einmal, wie gesagt, vom Haaransatz bis zum Kinn. Okay, nicht wundern also. Ich werde das jetzt eintragen und dann bekommen Sie vorne ein Dokument, wo Sie alle Informationen drauf haben und auch drauf haben, dass nichts Besonderes irgendwie ist, dass keine Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, dass da also alles normal ist, ja. Und dann können Sie das nutzen und dann hoffe ich, dass Sie jetzt nicht zu lange hier waren. Und dass das alles für sie relativ entspannt war. Wenn ja, und jemand anderes braucht einmal eine Gesichtsabmessung,
dann sind wir natürlich dankbar, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ist natürlich kein Muss, freuen wir uns aber drüber. Okay, alles klar. Sehr, sehr gerne. Einen schönen Tag noch. Und ja, wenn Sie nochmal was brauchen, vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.